Was geht? Willkommen auf meinem Channel. Jetzt wird der Laden geschlossen und Videos gedreht. Und zwar folgendes. Heute haben wir 4 Griffstücke. Also ein Griffstück davon ist eine Bandage, die man kaufen kann bei Teddy. Ihr kennt sie da draußen. Die kann man um die Tattoo-Maschine wickeln, sprich um den Cheyenne-Pen. Je nachdem, wie viel du halt brauchst. Also variabel. Und dann haben wir noch ein Cheyenne-Griffstück, wo du den vom Cheyenne-Pen den Metall-Griffstück halt abnimmst und einen Kunststoff-Griffstück raufschraubst. Dann haben wir noch einen True Tube aus Kunststoff, den du raufschiebst auf das vordere Griffstück von Cheyenne Pen. Und dann haben wir noch die Egos, also von der Firma Ego. Also glaube ich, dass das jetzt richtig ist. Die sind auch aus Kunststoff gerippt. Und ja, ich zeige euch heute mal, welche ich am besten finde. Das ist meine persönliche Meinung. Zieht's euch rein. Vielleicht gibt es da den einen oder anderen, der auch eine Meinung dazu hat, was am besten jetzt ist von dem Griffstück. Mein persönliches Griffstück werdet ihr gleich erfahren, wenn ihr dieses Video schaut. Und ja, bleibt dran. Nicht vergessen, abonnieren, klickt die Glocke an, falls es die Glocke überhaupt noch gibt, weil ich finde die nie, aber ihr könnt die vielleicht da unten irgendwo sehen. Aktiviert das Ganze, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden und peace. Schaut euch das an. So Leute, dann würde ich mal sagen, kommen wir mal zum Test. Und zwar Testobjekt Nummer 1 ist von den, ich nenne sie immer die Egos, also von der Marke Ego. Ja, das ist ein Griffstück aus Schaumstoff, wie man sehen kann. Und das ist gerippt, das bedeutet, das liegt besser in den Fingern, als statt dass, wenn es nur so gerade ist, also eine gerade Fläche hat. So kann es noch besser in den Händen befinden und du rutschst so nicht ab. Das ist natürlich ideal. Kommen wir mal zu der sterilen Verpackung. Muss ich sagen, ist perfekt eingepackt. Oh, runtergefallen, sehr gut. Ja, so muss es sein. Testobjekt Nummer 1 wird ausgepackt. Schwuppdiwupps. Und achso, ja, das Ganze setze ich jetzt auf den Cheyenne Pen. Es gibt bestimmt noch mehrere Tattoo-Module, wo du das Ganze raufsetzen kannst. Also gehe ich jetzt mal fest von aus. Ich benutze keine andere als den Cheyenne Pen, deswegen kann ich halt nicht euch wirklich sagen, ob es noch auf anderen Geräten funktioniert. Aber ich denke mal schon, es steht bestimmt in der Beschreibung in jedem Tattoo-Shop. Gehe ich mal von aus. So, ich ziehe die mal dann hier so rauf. Natürlich wäre diese Maschine jetzt, wenn ich tätowiere, bei einem Kunden jetzt, wäre natürlich diese Maschine eingepackt. Ja, ich habe die jetzt nur nicht eingepackt halt, weil wir ja heute nur die Griffstücke uns angucken. Ich habe das Ganze raufgezogen. Ich muss sagen, übrigens, also die Firma Ego, hier ist nochmal die Verpackung. Ja, ihr seht es natürlich jetzt falsch rum, sehr gut. Wobei, ich sehe das, glaube ich, nur falsch rum in dem Bildschirm jetzt hier drin, weil ich arbeite mit so einem kleinen Mini-Monitor. Ich glaube, ihr seht das richtig rum, aber ich weiß es jetzt nicht genau. Auf jeden Fall haben wir dieses Griffstück raufgezogen. Es lässt sich nicht ganz so leicht raufziehen. Es ist schon übertrieben fest, also es kann auf keinen Fall abrutschen. Ja, das ist wirklich, wenn ich jetzt hier dran ziehe, passiert absolut gar nichts. Und wenn ich jetzt eine Nadel drin hätte, muss ich sagen, liegt es schon sehr gut in der Hand. Man könnte perfekt Linien ziehen, man könnte perfekt schattieren. Es ist wirklich, also vom Komfort her, für die Hand hat es übertrieben. Muss ich sagen, ist es perfekt. Es liegt gut in der Hand. Sehr viel Komfort auf jeden Fall an dieser Stelle. So muss es sein. Der Schaumstoff ist auch nicht zu fest. Bedeutet, man könnte auch noch, wenn man jetzt leicht aufdrückt und eine Linie zieht, es gibt also Leute, die drücken extrem beim Linienziehen oder beim Schattieren. Und da gibt es Leute halt, die haben das ganze Stück in der Hand wie eine Feder. Ich bin zum Beispiel der Typ halt, der das in der Hand hält wie eine Feder. Als würde ich halt mit einer Feder irgendwas machen, so hauchdünn, zieht das da so rüber. So würde ich es jetzt mal beschreiben. Ja, würde ich sagen, liegt sehr gut in der Hand, ist perfekt ideal, absolut geil. Und ich muss auch sagen, ich arbeite am meisten mit den Egos. So, guck mal, jetzt könnt ihr das nochmal sehen mit dem Abziehen. Ja, guck mal, wie fest das drauf ist. Das ist schon unfassbar. Das ist kaum ab, muss ich sagen. Und das finde ich ist immer einer der wichtigsten Punkte beim Tätowieren, weil wenn es jetzt verrutschen würde und weiter nach vorne rutscht oder nach hinten, dann ist sowas schon ein extremer Albtraum. Haben wir ersten Punkt
Fertig. Kommen wir zum zweiten und zwar von Cheyenne und zwar die Griffstücke, die aus Kunststoff sind. Also nicht aus Schaumstoff, sondern aus Kunststoff. Und zwar kann man bei diesem Gerät vor allen Dingen hat mir gefallen, bei diesem Griffstück erstmal vorab steril eingepackt. Ist perfekt. Die haben hier so eine Lasche zum Abziehen. Das war bei dem Ego gerade nicht. Das muss ich sagen, ist hier auf jeden Fall besser. Hier ist es sogar nochmal markiert, wo du das Ganze abziehst. Ist natürlich ein Träumchen. Die Verpackung ist auf jeden Fall schon mal ein Highlight. Wesentlich besser als bei den Egos. Also die habe ich geschenkt bekommen, deswegen habe ich keine Ahnung, wie teuer die wirklich sind, weil ich würde die auch niemals im Leben kaufen, aus folgendem Grund, denn ich habe das Ganze schon mal auf meinem Modul drauf gehabt, auf den Cheyenne Pen. Folgendes bei dem hier, muss man jetzt, mir fällt aber gerade auf, das ist hier nicht ganz Kunststoff, da ist so nochmal so ein Gummibezug drüber gezogen. Das ist harter Schaumstoff, ich weiß es nicht, Nee, ist schon Kunststoff, aber so mit so einem Gummi-Grip, würde ich jetzt mal sagen. Auf jeden Fall sieht man hier schon die Riffen, liegt natürlich wieder wunderbar an der Haut. Hier muss man jetzt das Griffstück abziehen, beziehungsweise abdrehen. Abziehen geht nicht in diesem Fall, weil wir hier einen Gewinn haben. So, und dann kann man nämlich hier das Griffstück von dem Cheyenne-Griff raufdrehen. Und dann könntest du das Ganze in die Hand nehmen und dann wunderbar damit arbeiten. Folgendes Problem, was ich schon mal hatte, was ich jetzt momentan gerade nicht habe. Ich guck mal kurz nochmal, wenn ich ein bisschen weiter aufdrehe. Und da haben wir es auch schon. Hört mal hin. Finde ich, ist ein absolutes No-Go. Weil wenn ich jetzt tätowiere, habe ich immer das Gefühl als Tätowierer, dass sich das Griffstück leicht verzieht. Bedeutet, die Nadel weiter rein oder rausholt. Geht in meinem Fall überhaupt nicht, weil ich ein Tätowierer bin, der aufliegt. Ja, also ich nehme halt meine Nadel und lege sie komplett auf die Haut auf und ziehe dann meine Linien oder schattiere damit. Es gibt viele Leute, die machen das immer so im Freien quasi, kann man sagen, also mit fliegender Nadel, die nicht komplett aufsetzt. Bei mir muss sie ganz aufsetzen, sonst finde ich, habe ich kein gutes Gefühl. Natürlich, wenn das Tattoo sehr detailreich ist, dann mache ich das auch mal fliegend, aber meistens nur mit Liner oder halt Soft-Age-Nadeln. So Round-Shader würde ich eigentlich sagen. Sonst mache ich das nicht. Aber hier habe ich es jetzt ganz raufgezogen. Wenn ich es ganz raufziehe, raufdrehe besser gesagt, und jetzt arbeiten würde, würde nichts passieren. Aber ich glaube, die Nadel wäre dann wahnsinnig weit draußen. Ich glaube, so war das damals auch schon, als ich das selber getestet habe. Deswegen benutze ich die auch nicht. Genau, das war nämlich der Punkt. So, sagen wir mal jetzt, so wäre das Ganze, damit die Nadel weit genug draußen ist jetzt für meine Arbeitsweise. Hört ihr das auch schon wieder selber? Ja, hier kann man es wunderbar hören. Ist ein Albtraum für mich persönlich. Ich weiß nicht, wie die anderen damit arbeiten, aber ich merke jetzt gerade, wenn es jetzt hier aufliegt, dann wackelt der auch nicht mehr. Aber für mich war das, glaube ich, ein Riesenrisiko. Ich weiß es nicht mehr. Riesenrisiko. Ja, alles klar. Das ist schon wieder quatscht. War für mich, fand ich nicht cool. Würde ich so nicht machen. Bin ich nicht so ganz von begeistert. So jetzt vom Material her, muss man schon sagen, ist es top verarbeitet, aber ich weiß nicht, ob das was mit dem Gewinde zu tun hat von meiner Maschine. Vielleicht ist es auch schon hier so ausgelutscht. Ich habe die ja schon etwas länger. Ich weiß es nicht. Aber es ist jetzt schon das zweite Griffstück, wo ich das jetzt hatte, dass es so ein bisschen hin und her wackelt. Gefällt mir persönlich einfach nicht hier. Das kann eigentlich meiner Meinung nach nicht normal sein oder vielleicht ist es auch normal und vielleicht gibt es auch keinen anderen Tätowierer, der darauf achtet, aber ich schon, weil ich kriege jedes Mal im Kopf eine Macke und denke mir, dass die Nadel weiter raus oder reingeht. Das will ich nicht haben. Also, Nummer 2. Ja, was soll ich dazu sagen? Würde ich jetzt ganz klar sagen, dass dieses Stück hier gewonnen hat und das hier leider verloren. Alleine schon vom Preis her finde ich es schon fast eine Frechheit. Wiederum kann ich nicht sagen, wie die Materialskosten sind. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall finde ich diesen Schaumstoff-Kondom 1000-mal besser. Finde ihn auch, der liegt irgendwie weicher in der Hand. Der ist hier ein bisschen härter. Naja, vielleicht bin ich auch einfach zu weich dafür und vielleicht zu zart, weil ich das hasse, dass es hin und her wackelt. Ich habe keine Ahnung. Es gibt ja viele Tätowierer, die einen großen Namen haben, die das hier benutzen. Vielleicht, weil es auch nur gestellt wird, denen. Ich habe keine Ahnung. Ich finde den nicht so cool. Kommen wir zu dem schönen hier, und zwar einfach nur eine Haftbandage, kaufe ich bei Teddy, beziehungsweise habe ich bei Teddy gekauft. Da müssen wir das Albtraum, konnte ich nochmal auffangen, sonst hätte ich direkt desinfizieren müssen. Hier kommt das Griffstück wieder rauf.
Bei dem Ganzen haben wir das Problem, ich werde das jetzt nicht aufmachen, weil es schwachsinnig ist. Jetzt habe ich hier natürlich wieder meine Art Clipcord heißt das, also den Tattoo-Maschinen-Kondom, der noch mit über das Kabel geht. Ich glaube, der ist einen halben Meter lang. Den zieht man hier so rüber, dann würde man jetzt diese Bandage rumwickeln. Das heißt, du kannst selbst variieren, wie dick, also wie groß der Umfang halt ist von der Hand halten. Also sprich, wie du dann selber schattieren und Linien ziehen würdest. Ich merke gerade, Alter, wie dünn eigentlich diese Tattoo-Maschine ist. So arbeite ich gar nicht. Es gibt echt Tätowierer, die arbeiten nur so, ne? Könnte ich gar nicht. Naja, jedenfalls kannst du es hiermit selbst variieren. Wäre jetzt die billigste Variante. Ich glaube, da kostet ein so ein Ding hier, ich glaube, 50 Cent oder ein Euro. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, 54 Cent oder so. Ja, und kommt man natürlich 3-4 Runden mit durch. Ich glaube, oder wohl vielleicht auch nur 2 Runden durch. Kommt darauf an, wie dick du das halt drauf bandagierst. Ja, habe ich ganz am Anfang benutzt, als ich darauf noch nicht keinen großen Wert gelegt habe. Jetzt mittlerweile lege ich darauf sehr großen Wert, weil ich am einen Kunden fast immer 6, 7, 8 Stunden arbeite. Und da merke ich schon dann so langsam in der Hand und vor allen Dingen in den Fingern, dass man auf jeden Fall guten Komfort braucht. Ansonsten hast du da echt ein Problem. Und das weicht halt irgendwann durch, wenn du das jetzt, sagen wir mal, hier hast du jetzt deinen Becher stehen und immer wieder reintunkst und die Nadel sauber machst, um dann wieder neue Farbe aufzunehmen, saugt sich irgendwann die Bandage vorne voll und dann trieft das alles und wird nass und du kannst nicht mehr richtig deine Nadel hier einstellen. Das ist, nee, ich finde, das ist nicht mehr cool für den Anfang, ja, aber würde ich auf jeden Fall nicht für immer nehmen. Kommen wir zum vierten Punkt und zwar die True Grips von dieser Marke hier. So sieht die Verpackung aus. Ich hoffe, ich habe das richtig rum. Yep. Das habe ich ganz neu bestellt. Habe ich übrigens öfters schon verlinkt bei Instagram. Obwohl das gar nicht die waren, die ich immer verlinken wollte. Denn ich wollte immer die hier verlinken, weil ich die am meisten benutze. Ja, was soll ich machen? Ich weiß auch gar nicht, ob beides eine Firma ist. Weil hier steht auch irgendwo bei der grünen Verpackung, die aussieht wie Hulk, steht auch irgendwo Egos drauf. Aber ist nicht der Fall. Und zwar heißt es True Tubes. True Grips. Keine Ahnung. Leck mich am Arsch. Hier steht Eco-Friendly, Memory, okay, gut, alles klar. Englisch ist auch nicht so meine Stärke. Straßenabi und so. So, True Grips. Ja, von der Verpackung her muss ich sagen, ist ähnlich wie mit den Egos. So nenne ich die. Ich weiß nicht, ob die so richtig heißen. Also bitte mich nicht beschimpfen. Muss ich sagen, also von Verpackungsmaterial. Weißt du was? Ich gehe mal kurz was trinken. Ich habe schon wieder ein Pappmaul. So, da bin ich wieder. So. Schön was getrunken, jetzt bin ich wieder fit im Schritt und weiter geht's. So, True Grips, das vierte im Bunde, muss ich sagen, von der Verpackung her, das schwächste. Ja, die waren alle besser eingepackt, wobei die sich fast nichts nehmen, aber hier unten von dem Plastik hier her ist es nochmal ein Hauch dünner als von dem Ego. Ach so, ja, siehst du, das müssen wir auch nochmal sagen, ganz wichtig bei der Bandage, das ist natürlich nicht steril verpackt, ne? Auch ein ganz krasser Nachteil und überhaupt nicht cool eigentlich, denn es ist nicht steril verpackt und könnte Keime oder Bakterien mit sich tragen. Ja, was soll ich dazu wieder sagen? Gut, natürlich muss man dazu noch sagen, dieses Bandagen-Kreppband kommt ja nicht gegen die Haut, ja, also eigentlich sollte sie nicht gegen die Haut kommen. Ich weiß nicht, was man sonst damit macht, aber passiert eigentlich nicht. Also jedenfalls nicht auf die Wunde. Kommen wir hier nochmal zum vierten jetzt. Das mache ich jetzt auch nochmal auf. Oh, lässt sich am schlechtesten auf jeden Fall aufreißen. Finde ich gar nicht cool, wie man das gerade aufgerissen hat. Könnte in dem Fall sofort, wenn du jetzt im Stehen das öffnen würdest, runterfallen, weil du hier auf jeden Fall mit Druck arbeiten musst beim Öffnen. Bedeutet, das könnte herausfallen. Guck, guck! Genau das passiert dann. Könnte herausfallen, ist herausgefallen. Könnte schon wieder brechen. So, ja, haben wir jetzt hier. Kann ich danach direkt den Müll schmeißen, super. So, den True Grip ziehen wir dann mal hier rüber. Auch wieder über den Cheyenne Pen. Oh, der geht am leichtesten rüber jetzt. Also gut, wir haben nur eins im Vergleich und zwar den Ego, den allerersten. Muss aber sagen, er liegt wie bei dem Ego genauso gut in der Hand. Ich muss sogar sagen, obwohl der keinen Rip hat, also sprich so eine Riffin, ja, damit quasi der Daumen und der Zeigefinger den noch besser fassen kann, die Maschine, besitzt der jetzt nicht. Aber durch diese Ecken passiert das von ganz alleine. Er ist ein bisschen wie eine Zange. Deine Finger bilden quasi eine Zange, machen den Zangengriff und dann kannst du wunderbar auch Linien ziehen und schattieren. Also ich muss sagen, auch von dem Schaumstoff her, ist das auch nochmal ein Zacken besser als der Ego. Irgendwie fässt sich das ganz schön. Muss ich nochmal einen Vergleich ziehen hier. Ja, ich muss sagen, den True Grip oder True Troop, wie auch immer, voll der Zungenbrecher und so, TT.
liegt doch ein bisschen besser in der Hand. Es könnte jetzt aber auch sein, weil die neu sind und ich einfach nur an den Egos gewöhnt habe und einfach mal was Neues haben wollte, weil wie gesagt, die habe ich ja neu gekauft, nicht bekommen, muss ich sagen, liegen aber gerade besser in der Hand. Aber es kann auch nur sein, dass ich einfach nur was Neues habe. Hi! Ja, da musste ich ganz kurz unterbrechen, weil eine Kundin reingekommen ist. So, wo bin ich stehen geblieben? Ja, und zwar bei den Egos, die kaufen wir eigentlich jeden Monat und benutzen wir auch schon über ein halbes Jahr. Nee, über ein Jahr sogar schon, muss ich sagen. Die sind jetzt neu, aber ich finde sie auch momentan jetzt gerade in dieser Situation besser. Ich habe auch, bevor ich dieses Video gemacht habe, gerade damit gearbeitet. Da habe ich einen Elefanten tätowiert. Also keinen Elefanten, der hier drin im Laden war und auf der Liege lag, sondern einen Elefant als Motiv. Und da ist mir schon aufgefallen, wie geil der in der Hand liegt. Ja? Also ich finde den Bombe. Fazit von diesen ganzen vier Griffstücken. Dieses Griffstück hier, der True Tube Grip Griffstück. Mann, ist das ein Zungenbrecher. Hat am besten abgeschlossen, ganz klar. Aber es könnte auch nur daran liegen, da ich den jetzt neu habe und ja, einfach mal was Neues in der Hand halte, was, wo ich ziemlich begeistert bin. Das könnte natürlich auch sein, in der Hand halte. Klang gerade ein bisschen komisch. Aber ich muss sagen, er zieht eigentlich gleich mit dem hier, mit dem Ego. Sie nehmen sich beide nichts. Die sind beide mega geil. Obwohl der hier gripped ist, also sprich hier so eine Fingerkugeln hat, damit man besser sich drinne verfängt quasi mit seinem Handschuh. Und der das hier nicht hat, muss ich trotzdem sagen, dass weil der hier so Ecken hat, ist es wie so eine Zange quasi, dass deine Finger sich da am besten so festkrallen und du einen auf Pumpenzange machst, muss ich sagen, nehmen die sich beide nicht viel und sind beide mega geil. Zu denen hier habe ich euch schon was gesagt, das sind natürlich am schlechtesten hier, weil nicht steril verpackt und ja, ist ein Billigprodukt, du musst es selber rumziehen und ja, wenn du damit deine Nadel sauber machst, in einem Wasserbecher halt, sprich die Nadel gerade säuberst und danach wieder in Farbe tunkst, dann ist das Ganze durchnässt und ja, ist einfach ein Albtraum, glaubt mir, habe ich schon lang genug früher damit gearbeitet, wo man noch so ein bisschen in der Learning-Phase war und ja. Und kommen wir nochmal zum Cheyenne-Griffstück. Was natürlich gut an dem Ganzen hier ist, dass man dieses Griffstück hier, was eigentlich zum Cheyenne-Pen dazugehört, abzieht und man den hier raufpacken kann. Das bedeutet natürlich, dass das Ganze noch steriler ist, ja, weil du einfach danach den Griffstück abziehst und komplett wegschmeißt. Ist natürlich ideal, gerade für Convention, wenn man auf einer Convention ist. Und ja, ist natürlich genial. Und so hier halt bei den anderen Griffstücken müsste man das halt so raufziehen. Ja, Fazit, die beiden sind meine Top-Favoriten. Peace. Bis deine Antenne und bis zum nächsten Video.